2005 verbrannte der Asylbewerber Uri Jalloh in einer Dessauer Arrestzelle. Wie er zu Tode kam, konnten auch zwei Landgerichtsprozesse nicht restlos klären. Die zuständige Staatsanwaltschaft vertritt die These, der gefesselte Jalloh habe das Feuer selbst verursacht. Familie und Unterstützer bezweifeln das. Wie das ARD-Magazin Monitor berichtet, sollen mehrere neue Gutachten belegen, dass der Asylbewerber höchstwahrscheinlich getötet wurde. Es ist eine Wende im Fall Uri Jalloh. Der Asylbewerber verbrannte 2005 in Dessau in dieser Polizeizelle. Er hat sich offenbar nicht selbst angezündet. Jetzt ist von Mordverdacht die Rede. Uri Jalloh sei vermutlich mit Brandbeschleuniger besprüht und angezündet worden. Das geht aus Akten hervor, die dem ARD-Magazin Monitor vorliegen. Das heißt, auf ganzer Ebene die These, die frühere These der Staatsanwaltschaft, widerlegt durch diese Gutachten. Man muss neu anfangen. Man muss diese Dinge unter der Prämisse bewerten, dass Uri Jalloh selbst keine Möglichkeit hatte, sich anzuzünden. Damit bleibt, es waren Dritte. Den langjährigen Ermittlern aus Dessau wurde der Fall entzogen. Die jetzt zuständige Staatsanwaltschaft Halle sieht trotz allem keine Anhaltspunkte für einen Mord. Sie will die Ermittlungen einstellen. Genau in dem Moment ist es auf einmal nicht mehr die Staatsanwaltschaft Dessau, die ermittelt, sondern die Staatsanwaltschaft Halle, die nach nur dreimonatigen Prüfung derselben Akten zum entgegengesetzten Ergebnis kommt. Das ist in keiner Weise nachvollziehbar. Es gäbe keinen Aufklärungswillen in Sachsen-Anhalt. Es müsse dringend ein Sonderermittler eingesetzt werden, fordert die Linke. Damit endlich aufgeklärt wird, wie Uri Jalloh vor 12 Jahren in staatlicher Obhut zu Tode kam.